Moin und herzlich willkommen, meine Freunde der Sonne, zu einer Folge von den Skywars auf dem Hypixel.net Server. Aber zuvor seht ihr hier erstmal meinen neuen Skin. Da schon mal vielen Dank an Syntrox, der mir den gepixelt hat. Tegel hat übrigens einen ähnlichen, also so sieht er von hinten aus, so von vorne. Ich habe nur ein paar grüne Elemente drin und ein S für Sidex. Tegel hat blaue Elemente und ein T für Tegel natürlich. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich in der Runde wieder. So, dann geht's auch schon in 2 Sekunden los. Ich habe nur das Ecologist-Kit, weil ich einfach noch kein anderes habe. Rüstungsmäßig her ist es jetzt noch nicht so stark. Das ist auch meine erste Runde PvP heute. Deswegen erhoffe ich mir natürlich mal wieder das Beste. Eigentlich sind die Aufnahmen fast immer die ersten Folgen an dem Tag. Warum? Weiß ich nicht. Kommt man hier rein? Ach, keine Ahnung. Gehen wir halt in etwas... Ach so, er hat es zugebaut. Ich verstehe. Ich rüste das mal ganz kurz auf die 9 aus. Und da haben wir ihn. Nice. Aber wahrscheinlich sind sehr, sehr viele seine Items verbrannt. Uns löschen wir mal ganz kurz. Okay, ein paar Items haben wir dann doch noch bekommen. Das ist echt ein Screenshot wert. Oh, ich möchte ganz gerne dem sein Schwert haben. So, erstmal sein Schwert mit Fire Aspect. Er hat auch ziemlich gute Rüstung, sehe ich da gerade. Da gehen wir direkt weiter drauf. Okay, der Junge hat keine Chance. Der Mate hier. Nochmal kurz Lava gesetzt. Ne, wo ist mein Wasser hin? Als ob sie jetzt mein Wasser weggebackt hat. Boah, der hat aber auch eine schlechte Rüstung. Dieser Jump-Effekt ist richtig komisch, mal. Und da haben wir ihn. War zwar kein so krasses Meistermerk von mir, wie ich gegen den gekämpft habe. 4 Players noch left. Ich dachte, nur noch 2. Ich weiß nicht, wie ich darauf komme, aber... Och nee, meine Hose. Okay, Kistenrefill. Hä? Warum sind seine Items hier oben? Da steht auch keiner. Oh, noch mein Heimsack-Pfeil. Genau auf das habe ich gewartet. Der hat einfach überhaupt keine Chance gegen mein Equipment. Ah, da unten verkämmt er sich. Alles klar. Wie komme ich da jetzt am besten hin? Nice. Das haben wir gewonnen. Und ja, Victory GG. Bekomme ich erstmal plus 5 Karma. Naja, gut, dann sehen wir uns einfach gleich in der zweiten Runde wieder. So, da sind wir in der zweiten Runde. Mal sehen, was wir jetzt für einen Loot bekommen. Das war jetzt schon mal nicht so gut, aber hier schon mal ein Eisenschwert und ein Goldapfel. Also hier auf dem Server empfiehlt es sich echt in die Mitte zu gehen. Zum einen, weil die nicht so weit entfernt ist, aber auch zum anderen... ziemlich starke Items enthält und ich baue gerade richtig langsam. So, dann sind wir in der Mitte. Oh shit, also guck, das meine ich damit. Was für krassen Stuff wir hier bekommen. Ein schnelles Schwert verzaubern. Auf Knockback, okay. Kann ich damit leben in Skywars? Kid fight me fairly. Fight ist gleich gar nicht mehr gegen mich. Ah, tschüss. Also ich kann ganz ehrlich gesagt noch die letzte halbe Minute abwarten und mit der Hoffnung auf den Powerbogen. Aber er muss halt in der nächsten Zeit kommen. Er baut gerade den Weg etwas safe. Er weiß, dass ich Schneebälle habe. Von der Rüstung her habe ich einen leichten Vorteil. Da ist mein Powerbogen. Okay. Er müsste gleich tot sein. Boah, mein Aim. GG. So, das war's mit dem heutigen Skywars. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Eine bisschen kürzere Folge, aber mir ist jetzt heute aufgefallen, oh, du musst ja morgen schon wieder eine Folge bringen. Und es auch alle schneiden und hochladen und Thumbnail machen und so weiter. Deswegen etwas kürzer. Wenn es euch aber gefallen hat, dann dürft ihr sehr, sehr gerne eine Bewertung da lassen. Und dann sehen wir uns beim nächsten wieder. Bis dahin. Tschüss.